Herzlich willkommen zu diesem Video. In einem Video habe ich dir schon etwas erzählt über die Cornell-Methode. Mit dieser Cornell-Methode kannst du ja bekanntermaßen sehr effiziente Mitschriften machen, du kannst gut zusammenfassen, du kannst dann aus deinen Aufzeichnungen, also das, was du notiert hast, kannst du dann ausgezeichnet lernen. Und ich möchte dir jetzt zeigen, wie man bei Google Docs so ein Dokument erzeugen kann, indem du eben dann mitschreiben kannst, indem du deine Notizen unterbringen kannst und auch deine Zusammenfassungen natürlich. Ich habe hier schon Google Docs geöffnet und oben steht ja bekanntermaßen das Thema. Das könnte ich hier hinschreiben, mein Thema. Ja, zum Beispiel Einführung in die Psychologie. Dann könnte ich ein Datum noch dann dazu schreiben, zum Beispiel 16.11. Und als nächstes kommen ja dann der Tabellenbereich. Ich habe hier auf der linken Seite die Stichworte, die Notiz und unten dann eine Zusammenfassung. Das geht dann ja insofern ganz einfach. Ich gehe auf Tabelle, Tabellen einfügen, führe mal eine Reihe von Tabellen ein und schreibe hier dann Stichworte hin. Das ist ja der linke Bereich. Dann trage ich hier Notizen ein. Und da herunten würde ich dann später die Zusammenfassung unterbringen. Und damit es dann ein zusammenhängender Bereich ist, kann ich ja hier dann hergehen in diesem Bereich und kann dann hier Zellen verbinden auswählen. Habe also hier dann diesen Zusammenfassungsbereich, wo ich dann diese 3 bis 4 Sätze dann unterbringen kann. Ich mache das jetzt in ähnlicher Art und Weise hier bei den Stichworten. Kann ich hier ebenfalls hergehen und Zellen verbinden, nachdem ich sie vorher natürlich markiert habe. Hier ebenfalls Zellen verbinden und habe dann hier auf der rechten Seite den Notizbereich, das sehe ich schon, ich habe einen Tippfehler, kann hierher gehen und kann dann hier die Breite verstellen, das war jetzt ein bisschen zu wenig. Man sagt ja, dass der Stichwortebereich etwa ein Drittel der Seitenbreite ausmacht und so kann ich eben dann anfangen, hier dann auf der rechten Seite, da fängt man dann ja an, meine Notizen unterzubringen, ja, das rückt dann hinunter. Nachdem ich das gemacht habe, gehe ich dann in den Stichwortebereich hinein, füge dann die Sachen ein. Und zum Schluss füge ich dann hier dann in der Zusammenfassung, dann lässt sich dann auch etwas ein. Ja, und so einfach geht das mit Google Docs. Hier ein Formular zu erzeugen, mit dem du dann hier deine Cornell-Notizen dann eingeben kannst, speichern kannst und damit dann einfach gut dann auch lernen kannst. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Danke für deine Aufmerksamkeit.